Was ist denn hier passiert? Ich glaube, Easy hatte einen Mental Breakdown und hat alles abgerissen. Minecraft-Freunde halten fest zusammen. Freunde für ein Leben lang. Sie sind Minecraft-Freunde, yeah. Gabo! Ja, wo bist du? Gabo, warst du das? Leute, wir sind wieder zurück in Alter, der Steinzeit. Nein. Was denn? Hier ist ein Loch. Nein, Alter. Es ist wirklich alles weg. Easy hat alles mitgenommen. Wirklich alles. Sogar ihre Seite von der Ausschreibungstafel. Lol, wie soll Easy denn jetzt noch Ausschreibung machen? Hä? Eng stinkt. Digga, ich habe auf dem Weg her gesehen, das Beauty-Komitee ist auch weg. Ist wirklich alles? Es ist alles weg, es ist wirklich alles weg. Ja, das ist nicht weg, das wurde abgefackelt. Ja? Hier liegt überall Asche. Ja, die Bank ist auch weg. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, aber ja. Die Bank ist auch gone. Oh nein. Der botanische Garten kaputt. Oh. Wow. Alter. Das ist aber ein tiefes Loch. Boah, das war aber ein weiter Sprung, hast du das gesehen? Kohle? Ich brauch eine Spitzhacke. Da ist nämlich ganz schön viel Kohle freigelegt. Alter, als ob du jetzt Kohle brauchst. Bist du so ein Brokey? Junge, die Map sieht auf einmal wieder Vanilla-mäßig aus. Auf einmal hat man hier so viel Raum. Das Krasse ist, das Restaurant ist ja auch weg. Das hat eh nie jemand benutzt. Stimmt, ich wollte irgendwann mal eine Führung haben, hab aber immer vergessen nachzufragen. Das Ding ist, ich glaube, wir haben das nur zum Ostereiersuchen benutzt. Da war ich das erste Mal so richtig drinne. Und das Hide and Seek von Flo. Ah, da war ich auch drin. Aber da war ich da gar nicht drinne. Da habe ich mich nur außerhalb versteckt. Da habe ich mich im Waschbecken versteckt als Mini-Krabbler. Ey, aber jetzt ist hier nochmal ein Prime-Spot frei geworden, ja, ne? Jetzt hätte Ryan gar nicht sein Haus verschieben müssen. Guck mal, Ryan, sein Haus wäre ja eigentlich hier gewesen. Ich baue noch ein zweites Haus hin. Hier wäre Ryans Haus gewesen. Ich baue hier noch ein Haus hin. Der hier ist ein Prime-Slot. Alter, ihr könnt noch mal eine ganze Ben-Villa hin. Ja, stimmt. Oh, ich denke, dann wird es Zeit für die Porzellei. Die Porzellanlei. Und guck mal, hier ist mein alter Friedhof. Stimmt, das ist der OG-Friedhof. Ja, wo nur meine Gräber standen, ja. Ja. Ripperoni easy. Digga, die hat sich Avengers-Level-Endgame-mäßig aufgelöst, Alter. Stand das da wirklich drauf? Ja, da steht er auf dem Schild da vorne. Bäh. Ich höre ja auch Monster. Da, da steht auf dem Schild da drauf. Ripperoni easy. Ja, warte mal, hier irgendwo ist ein Zombie. Ja, hier wo die Bank war. Ich habe hier eine Vermutung. Ja, ach, das war so klar. Die hat das nicht komplett aufgefüllt. Guck mal, Gambo, hier. Free Oi. Essen. Yummy. Das werde ich Ryan spenden. Für seinen Shop. Du meinst, nachdem deiner abgerissen wurde? Ja, Mann. Wie aber hieß die denn Kiste dein Shop? Steht da wenigstens noch. Ja, immerhin wurde die Kiste nicht vernichtet. Das heißt, ich werde noch mal stärker zurückkommen. Ich hole mir die Versicherung. Gambo, als ob du jetzt hingehst und den Shop da wieder aufbaust. Natürlich. Ja. Ich snack mir das Geld von der Versicherung. Gambo, wenn du nett fragst, dann überschreibe ich dir meinen Shop, die Emerald. Ja, nein. Emerald muss weiter bestehen, weil bei Emerald verdient man Stonks. Guck mal, man kann jetzt hier auch viel einfacher rein, weil das nicht mehr so zugebaut ist. Man kann jetzt hier richtig mit dem Shop interagieren und muss sich nicht irgendwie über diese Mauern quetschen. Nice. Gambo, hier, du brauchst keinen Shop. Hier, ich helfe dir mal. Guck hier, hey. Zack, fertig ist die Theke. Wenigstens nach etwas aussehen. So, ja. Warte, hier, wir können ja das hier nehmen. Ich habe ja schon ein Schild. Gambos Gambo Tiershop. Perfekt. Das Schild kommt, stimmt, da oben muss noch ein Schild hin. Aber das kommt, ja, das mache ich morgen. Wir können ja heute noch ein paar Tafeln organisieren. Ein bisschen so Design. Wir müssen jetzt das Positive sehen. Weißt du, die Stadt ist im Arsch. Alles ist dahin. Zum Glück steht der Block noch. Puh, zum Glück hat Easy nicht den Block genugt. Welchen Block? Achso, den aber Block. Frei nach der Devise, freies Bauen, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir machen jetzt eine Touri-Tour. Die Dinger habe ich gestern schon gesehen, muss ich sagen. Die Plakate. Ach, die kennst du ja noch gar nicht, die Plakate. Ja, die Plakate. Die sind fürs freie Bauen. Au. Bei mir am Haus steht auch eins, das habe ich auch stehen lassen. Die sind gegen die Schönbaudiktatur. Ich würde jetzt einfach mal so sagen, habe ich jetzt gewonnen? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube ich. Last Man Standing, sagst du? Last Man Standing. Digga, ich hab gewonnen. Die Schönbaudiktatur wurde eingestampft. Bleibt nur noch Asche und der Gewinner schreibt die Geschichte. Junge, ihr habt das. Hier ist ja wirklich Einrichtung drin.
Ja. Ich dachte, das wäre wirklich nur so von außen. Hey! Ja, es ist erstens klein und gedrückt und dann ist es halt auch super düster eingerichtet. Du musst dir mal das Bad anschauen, Digga. Das ist richtig gruselig. Hey! Wie geht das? Wie machst du das? Ich bin ein Geist. Ich lebe hier. Das ist meine Wohnung. Das ist eine tolle Wohnung. Guck, hier sitze ich immer. Hier kann sogar Sachen reinlegen. Wie geil. Ja, hier sitze ich immer auf meiner Couch und guck den Fliesentisch an. Kann das alles nicht mehr. Das ist mein Schlafzimmer. Hier mache ich den Geisterschlaf. Ich bin einfach nicht ins Licht gegangen und einfach in meiner Plattenbauwohnung geblieben. Magic, magic. Hier sitze ich dann am Tisch und trinke meinen Geisterkaffee. Es geht sogar bis aufs Dach hoch. Ah, die ja, Aussicht. Ah, die frische Luft hier oben. Ach, du hast gar keine Rüstung an. Du Dreckiger. Warum hast du denn gar keine Rüstung an? Ich dachte, deine wäre unsichtbar. Nein, ich habe keine Rüstung. Die ist irgendwann mal kaputt gegangen und ich habe seitdem einfach keine neue gecraftet. Achso, okay, dann tut's mir leid. Wirklich. Na, okay, wenn du das sagst, dann fühle ich mich gleich viel besser. Oh, können wir einmal schlafen gehen? Die sind überall Creeper und Monster. Ja, okay. Ich habe kein Bett mehr. Wo ist mein Bett? Ach, das steht hier draußen. Ich habe ja Flo's Rekord gebrochen, deswegen habe ich hier am Rekord gepennt. Boah, machen wir jetzt ein Freunde-Foto-Album ready, oder was? Ja. Kann mein Haus auch rein? Das ist ein tolles Haus. Ja, ja, klar. Officer Coco ist da. Junge, ich hasse dich, wirklich. Bisschen auf die Symmetrie achten, das ist wichtig beim Fotografieren. So. Ist der Stacheldraht mit drauf? Ja, wir brauchen ein Foto von der Bank. Hier. Das ist ein Foto von der Bank. Ah, hier, von unserer Ausschreibungswand noch. Willst du dich anlehnen, Gambo? Ja, warte. Nein, tu so, als ob du die fehlende Zeile bist. Ja, das versuche ich gerade. Das bringt das Ausschreibungsboard auf das nächste Level. Jetzt bin ich gespannt. Ups. Das ist ein Plattenbauschild, ja. Soll ich die Lücke ausfüllen? Wo? Die Lücke wäre nervig gewesen. Jetzt kann man sich da auch schön hinstellen. Oh, was habe ich denn da gemacht? Ich glaube, ich nenne das Album das Elendsalbum. Hey, warum nein? Dann will ich in so einem Album nicht drin sein. Was ist da denn passiert? Warte, ich muss noch ein Foto von dem neuen Friedhof machen. Das soll auch ins Elendsalbum? Du meinst nein, so dieses Loch nicht. Hier vorne, oder? Dann nicht. Ich will nicht, dass das ins Elendsalbum kommt. Ja, aber man sieht ja alles. Du hast ein cooles Auto. Und ein schönes Haus. Ist auch schon abgezahlt. Und, okay, hab Foto gemacht. Was ist du? Warte mal! Ist das hier hinten Officer Coco? Officer Coco ist du! Warte, ich hab noch was. Ich hab noch was für das Elends Album. Ja? Gib mal kurz deine Kamera. Du Dreckiger! Nein! Schau mal, was vom Recht am eigenen Bild gehört. Ja, du kriegst das Och, Bild. Ach, Mann. Ja, pack ich's ins Album rein. Junge, ich nenne das so safe, das hübscheste Album, das man sich vorstellen kann. Lass mal hier, ich habe im Album gelesen, dass das Restaurant hier richtig top sein soll. Jetzt bist du voll in meinen Frame gesteppt, Junge. Komm, mach ein Foto vor Emerald. Nein, ja, vor deinem neuen Shop, Gambo, als neuer Inhaber. Trägst du jetzt eigentlich permanent immer den Ritterhelm? Ja. Du kommst aus der Rolle des Lancelots auch nicht mehr raus, oder? Nee, die Nase hängt fest. Ich unterbreite dir gleich meine Pläne, aber dafür musst du es sehen. Ich will, dass du es dir richtig verbildlichen kannst. Oh, da ist noch Stroh. Ach nee, ist ein Bienennest. Guck mal, Gambo. Das hier, vor allem mit diesem prächtigen Kohlevorkommen, das könnte ein prächtiger Tagebau werden. Und unseren, wie heißt denn diese Magnetabbaudinger? Wenn wir die hier spannen, das ist auch richtig angenehm für die Leute im Dorf. Ja, das hämmert dann die ganze Zeit. 30 Steinkohle, Junge. Eins der Koppel, wow. Gambo, so kann das nicht bleiben. Wir müssen jetzt die Stadt verschönern.
Stadt verschönern. Und ich weiß auch wie. Also ich bin erstmal dafür, dass wir die Asche hier weg. Ja, genau, das meine ich. Wir machen also primär, sage ich, wir machen nur die Asche weg. Ja, die Asche stört mich schon. Ja, die Asche also, und die Asche Sachen, die halt hier so komisch in der Luft fliegen. Ja. Asche sieht echt nicht gut aus. Brauchst du eine Schaufel oder hast du eine? Nee, ich hab eine. Boah, weißt du, was wir mit der Asche machen können? Seife! Oh mein Gott, der neue Seife-Rekord. Hey, das ist ja arschschnell bereinigt. Ja. Oh, das gibt mir richtige Freunde 1 Flashbacks. Oh, weißt du noch, diese Asche Tower, wir haben ja, also wir haben ja richtig trianguliert, wie die beste Feuerverbreitung bei Wolle ist. Sie hätte doch mal nachfragen können. Das hätten wir hier besser abfackeln können. Ja, wir waren da schon Experten drin. Ja, also wenn es einen Asche-Seifenexperten gibt, dann Flo. Der war auch full im Film. Wir müssen die Asche aber mitnehmen. Ja, ja, ich hast du eine Kiste? Weil ich. Warte, ich hole kurz eine Kiste. Dann können wir die Asche einlagern. Boah, Alter, daraus können wir wirklich über viel Seife herstellen. Boah, dann machen wir uns noch so. Wie nennt man das? Vielleicht kriegen wir diesmal genug Seife für die Seifendimension. Hier ist halt jetzt so ein Prime-Slot frei geworden. Hier könnte jetzt ein geiler Plattenbau hin. So, ist die Asche komplett weg? So, hier der scheint Rest die Asche ist, erstmal Rest ist Deko. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Kiste. Wie viel Asche hast du denn noch? Ich hab schon wieder mein ganzes Inventar voll. Also ich würde jetzt so weit gehen und sagen, dass von der ganzen Deko hier eigentlich nur die Goldtöpfe das Wertvolle sind. Weil dafür braucht man nämlich einen Goldblock. Hier hinten ist ja noch mehr Asche. Oh. Ich kümmere mich gerade erstmal hier um die Deko. Ja, ich hole mal eine neue Kiste. Ja, warte, hier ist doch noch Holz, da können wir doch easy eine Kiste draus craften. Alter, dass man auch nicht so richtig einordnen kann, was das ist, was man da abbaut. Alter, ist das... Junge, ist das ein volles Sofa? Junge, wer wirft denn sowas beim Sperrmüll raus, Alter? Das ist ein Prachtfund. Der kommt... Also, das Sofa kommt safe in mein Haus. Okay, die zweite Kiste ist auch voll und die dritte wird wahrscheinlich voll sein. Okay, warte, da ist noch... Oh, da ist noch so ein großer... Hier, so ein großer Kerzenhalter. Hä? Den willst du wieder haben, der was? Ist nicht gedroppt! Der ist nicht gedroppt, Gambo! Oh nee, wo sollen wir denn jetzt so einen seltenen herbekommen? Och Mann, das war so ein schöner großer Kerzenhalter. Ich habe nur den kleinen jetzt, aber ich wollte den großen. Passt ja gut ins Ambiente. Das ja. Ein Schuh hier ist. Hä, das ist doch hier wie bei der Crow House Tour mit diesem Riesensofa. So, doch, hier liege ich dann. Mann, diese Liegeposition ist so dumm. Das ist so wirklich, Mann, ich scheiße auf alles, Position ist das. Digga. Rücken tut weh, Gesicht tut weh, Kopf tut weh, ist alles Digga, egal. Digga, hier liege ich, nachdem ich geoverdosed habe einfach, weil ich bin so ein Künstler. Ist das dumm, wirklich. Kann das alles. Aber da ist doch bestimmt Platz für zwei, oder? Ja klar, leg die Tüte zu. Das ist eine Badewanne, wirklich. Das ist keine Badewanne. Mann, die habe ich draußen beim Sperrmüll gefunden. Ach, du hast die Asche hier schon abgetragen. Super, wie praktisch. Jetzt muss er das Holz hier noch rausruppen. Und den Boden auffüllen. Na, naja, den Boden fülle ich auf. Ich habe noch ein bisschen Erde. Ja, wenn ich habe auch noch Erde. Oh, so viel Free Holz, Mann. So viel habe ich im ganzen Projekt noch nicht gefarmt. Habt ihr noch Holz? Habt ihr noch Stein? Du bist jetzt so, als ob ich ein Brokey bin. Gambo, ich bin ein reformierter Mann. Du bist ein triangulierter Mann. Ich habe immer Angst, dass Flo meine Mutter trianguliert. Nice. Hier hinten noch den Weg wegmachen, das sieht ein bisschen strange aus. Ja, ist hier jetzt auch wieder ein Prime-Slot frei. Ja. Ja, also das hier, also ich bin ehrlich, das können wir nicht reparieren. Ja, das ist ja ein Trauerspiel hier, das können wir höchstens ausleuchten, ne? Ja, das mache ich jetzt auch, weil ich nämlich keine Lust habe. Ich habe noch... Ja, man noch... nennt irgendwelche komischen Warte mal, Songs, wenn Easys Ding ja noch da ist, dann kaufe ich da mal ein paar Laternen und stelle die einfach auf. Panzermacher, Archäologe... Ach so! Gambo. Was denn? Easy hat die Villager mit den wichtigen Enchantments gekillt und nur die unnützen gelassen. Jetzt kann ich aber keine Lampen mehr kaufen. Oh nein, Gambo, wo soll ich denn mir jetzt in Zukunft meine Laternen kaufen? Hast du dir deine Laternen immer gekauft? Ja, klar. Die sind doch arschteuer. Die muss man mit Eisen craften und da kann man die einfach für Emeralds bekommen. Ich hab die immer bei anderen Sachen geklaut. What?
dafür einen drunter platzieren. Kamo, Kamo. Ja? Ben hat einfach die Mona Lisa bei sich im Haus hängen. Ja, die durfte ich gestern begutachten. Wow. Die hat 1 Million Dias gekostet. Ist doch so gut wie neu hier, oder? Ja. Ich mache ein Foto. Aber mich stört das. Ich hole noch Erde. Warte kurz. Ja, du musst den Eingang hier ja freilassen. Der Gabo, so kann man nicht mehr in den Keller gehen. Muss ja keiner wissen, dass der noch existiert. Stimmt, die ganzen Villager sind ja eh tot. Jetzt sieht das hier wieder richtig aus wie in der ersten Woche mit den Fackeln. Boah. Sieht anders schniek aus. Das teuerste, was ich im Haus habe, ist mein Sofa. Das ist was vom Sperrmüll. Na und? Manchmal zählen die inneren Werte. Nee, Sperrmüll, da gibt es auch mal, da kann man ganze Schätze finden. Dann schätzt das mal. Das habe ich bei Gambos Gambo Tierladen geholt. Habe ich da gerade WhatsApp gehört? Hä? Nee? Okay, ich glaube, ich trippe, Alter. Ich glaube, ich trippe wirklich. WhatsApp? Ja, ich weiß auch nicht, was mir passiert. Ich habe meinen Ton noch nicht an. Gambo, wer hat denn seinen Ton an? Gambo, ich höre Stimmen. Ich merke schon. Ich hatte irgendwo mal richtig viel Leder. Dann können wir nämlich noch ein paar von diesen Rahmen herstellen. So, und mit unserem neu gewonnenen Rahmen können wir jetzt Mahnmale aufstellen. Check das mal aus. Das ist, glaube ich, richtig cool. Wer ist er denn? Model. Ja, stimmt. Da hinten ist es mit drauf. Ja. Ja, sieht wild aus. Können wir so nutzen. So, dann noch eins beim Beauty-Komitee. Reiner. Nice. Da sieht man es genau. Ja, die Tafel spiegelt es 1:1 wieder. Das passt sogar perfekt rein. Folge war erfolgreich. Jetzt habe ich dieses geile Sofa. Das ist eine Badewanne. Überreste von der Schönbau-Diktatur. Schreibt man so Diktatur? Ja. Echt? Ja. Da musst du eine Community-Note dazu. Jetzt kommt. Ah, hier ist weniger Platz drauf, Gammo. Da müssen wir 2 Plugs machen. Wie findest du das? Mit als Anmerkung. Überreste von Easys Haus mit im Frame Model Gambo. Wie macht man's kleiner? Ich bin durcheinander. Ich mach so hippes neues Foto, warte. Hier, guck mal. Oha, mit der Fackel auch noch richtig nachdenklich. Das hab ich mit meiner neuen Vintage-Kamera gerade aufgenommen. Sind Sie ein Paparazzi? Ja. Ich bin hier, um alle berühmten Leute einzufangen und die Reaktion darauf. Was? Ja, was hier auf dem Server sich gerade ereignet. Sind Sie so ein Interview oder was? Warte mal, wo ist Easy hier Turm eigentlich hin? Ja, das ist alles weg. Warte mal, das muss ich mir genauer anschauen. Nein, du fliegst außerhalb der Interviewreichweite. Ihre Meinung dazu, Ihr Statement. Junge, ich brauche hier Statement dazu. Wo ist denn hier passiert? Ich glaube, Easy hatte einen Mental Breakdown und hat alles abgerissen. Ja, ich glaube, die hat nämlich Gambos in einem Tiershop gesehen und dachte sich, nö, jetzt reicht's. Nein, den haben wir vorhin erst neu aufgebaut. Das ist Gambos Gambo Tiershop. Werden hier etwa SCPs illegal verkauft? So, nicht alles dreht sich um SCPs. Du musst mal rauskommen aus deiner Traumwelt. Ich glaube, bei dir dreht sich bald alles. Junge, es dreht sich. Hör mal zu, du kleiner Mungi. Jetzt hör mal, du kleiner Mungi. Ja, du musst dir das Ausmaß mal komplett geben. Ich weiß auch nicht. Warum hat die die Shops abgerissen? Was haben die Shops getan? Ja, die hat alles abgerissen, was sie gebaut hat. Zum Glück steht da Emerald. Oh, ein Glück, die Emerald steht noch. Und das Parcours-Ding da mit den Zahnrädern. Oh, Glück gehabt. Das ist alles, was zählt. Warte, Logo, ich hab da was, ein Vögelchen hat mir was gezwitschert. Was denn? Oder ist es nicht wirklich verifizierbar? Na, ich muss es noch nachtracken mit dem Rekord. Ich muss es mal noch in den Timestamp Ich hab extra schon ein Neonschild gesucht, aber ich war jetzt enttäuscht. Ich muss es mal noch genau nachschauen. Erstmal viel wichtiger, ich kann mich gerade gar nicht konzentrieren auf den Jump'n'Run hinten, das Schönbau-Diktatur-Beauty-Komitee ist weg und Easys ganzes Hochhaus wurde abgefackelt. Junge, ich habe letztens so einen Kommentar bekommen. Flo, jetzt mach doch mal was, wehr dich gegen die Schönbau-Diktatur. Lasst euch nicht unterdrücken, Junge, das war so ein richtig ernster, langer Kommentar. Fürs freie Bauen, Flo, fürs freie Bauen.
gründet eine Union. Flo, wir brauchen deine Hilfe. Bei was denn? Na, jetzt haben wir ja gewonnen. Die Schönbau-Diktatur ist ja weg. Die hat sich nicht zu Asche aufgelöst. Die hat einfach das Avengers Endgame gemacht, Alter. Junge, Überreste der Schönheitsdiktatur. Wait, hä, ist von hier gebrannt? Schönbau-Diktatur. Gambo und ich haben hier schon ein bisschen aufgeräumt, aber wir haben diese Bilder hier aufgehangen. So sah das vorher aus. So? Ja. Und wir haben die Asche gesaved für Seife. Was? Die Asche wäldig. Warte mal, ist es für die Seifeproduktion? Ja, wir haben die Asche natürlich aufgehoben. Auch die Asche von dem anderen Ding hier oben. Überreste von Easys Haus. Nein, wurde die Dings... Ah ne, die Dings steht noch hier. Hä, aber warum wurde das alles abgerissen? Nein, Easy hat ihre Tafel mit entfernt. Da war Easys Tafel, die ist auch einfach weg. Die habe ich einfach mal mit Beton aufgefüllt. Junge, Easy wurde aber aus der Timeline gestrichen. Na, Easy hat sich selbst aus der Timeline gestrichen. Das war ja niemand anders, das war Easy selbst. Warte, Logo. War Easy wirklich jemals hier oder ist das die Stimme gewesen? War Easy wirklich reell? War sie? Warte mal. Nein. Warte mal. War Easy echt? Oder war sie nur in unserem Kopf? Warte mal. Ich glaube, der Turm, den gab's nie. Der Einbruch. Warte mal, Luke. Warte, pass auf. Flo. Die noch größere Psychose, komm mal mit. Warte mal, es macht Sinn, warum ich gefunden wurde im Restaurant beim Hide and Seek. Es war nie da. Flo, wollen wir nicht was essen? Flo, der botanische Garten. Warte mal, Luke. Welcher botanischer Garten? warte mal, meinst du etwa den Tagebau? Hier wurde doch schon immer Kohle gefördert. Ich war doch immer so ein Krater. Ja, stimmt. Irgendwie. Luke, was meinst du? Warte mal. Irgendwie verschmilzt das gerade alles in meinem Kopf. Junge, mich scheppert und dreht und das nach der Parkour-Baufolge. Ja, aber das Ding ist halt jetzt. Junge, jetzt schaut das richtig leer aus alles. Ja, ist wieder Platz für Neues. Wir Junge, die flog gerade aber wirklich wie ein Spieler rum. Hast du das auch schon mal so gedacht? Ja, ich hab da auch schon den einen oder anderen Mob verprügelt. Ja, der Friedhof ist weg, das Restaurant ist weg. Zum Glück steht der Plattenbau noch. Komm, Logo, wir machen jetzt den Parcours. Nein, bitte. Weißt du, was richtig krass wäre? Wenn wir eine Folge aufnehmen mit Freunden und die einfach auf YouTube hochladen, auf geplant, in einem Jahr. Wo Freunde 2 schon lang raus ist. Wie random. Was willst du denn mit so einer random Folge? Ey, ist doch cool, in einem Jahr kann viel sein. Da könnten wir tot sein. Oh mein Gott. Da könnten wir kennen, da könnten wir vielleicht nicht mehr YouTube machen, obwohl das ist wahrscheinlich schon, oder? Da kommt wahrscheinlich. Wenn du dich vielleicht deiner Langhantel verletzt, dann nicht. Freund pranken, extrem. Mungi, das ist dann das neue Video bei dir. Aua. Lukas, gesehen, es gab mal einen Vorfall. Ja, es gab, ich bin gerade auf das Feld gestürzt. Oh, nein, ich hab vorhin versehentlich. Ich wollte MLG. Ja, ich bin schuld. Logo. Was ist mit Ryan Cole passiert? Der hätte sein Haus gar nicht nach hinten rücken müssen, wenn bekannt gewesen wäre. Junge, bei Tim wurde aber krass eingebrochen. Wow. Wirklich schon wieder? Junge, wie. Nee, ist noch alles da. Was ein Meisterdieb wohl den Erdblock hier abgebaut hat. Junge, der muss ja richtig hohen IQ haben. Ich geh jetzt erstmal was essen, ich muss ins Gym, Alter. Und danach muss ich noch meine Podcast-Folge aufnehmen. Okay, wait, stimmt, ich muss auch noch was machen. Was für eine Podcast-Folge? Meinst du, haarlos und magersüchtig? Haarlos und magersüchtig. Gib mir ein paar Jahre, Logo. Oh mein Gott, muskulös und haarlos. Ich komm nicht raus. Junge Flo. Gib mir noch ein paar Jahre. Das ist der Kreativ-Podcast. Und wir nehmen dann so einen Sponsor. Warte, hier ist ein Buch. Liebesbrief von Banks. Warte mal, Logo. Ja. Eine geheime Storyline? Ja. Ryan. Ryan hat Ben ein Liebesgeständnis gemacht und das ist die Antwort von Ben. Aber hat Ryan sich selbst ausgegeben oder ist wer anderer? Nee, als Ryan. Leider hast du mir entschieden zu viel Mundgulli. Ja, was heißt das? Kennst du das Wort nicht, wenn du Mundgeruch hast? Nein, Junge, aber er sagt Mundgulli. Junge, Gulli sagt man in Österreich allgemein. Ich sag so Kanödickel. Kanödickel. Junge. Deswegen muss ich leider antworten mit Nein. Liebe Grüße, Ben. PS, ich habe alle deine Dias geklaut. Junge, wie... Okay, weißt du was? Logo, es wird Zeit. Es wird Zeit, dass jemand für Gerechtigkeit sorgt. Ich verlasse jetzt den Server, ich kann das nicht.
Junge, einer hat letztens schon geschrieben in die Kommentare: Flo, ich hab Angst. Das war bei der Parkour-Folge. Ich werde jetzt gehen, Flo. Und ich werde jetzt. Nein, ich muss mich jetzt distanzieren. Ich kann das nicht mehr. Ich muss mich jetzt physikalisch von dir distanzieren. Minecraft, Freunde, halten fest zusammen. Sie sind Minecraft, Freunde, für ein Leben lang. Immer jederzeit bereit. Freunde für die Ewigkeit. Minecraft, Freunde, lassen dich niemals allein.